Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Ü40 Zocken. Heute möchte ich euch mal ein Spiel ans Herz legen oder vorstellen, denn das, was ihr hier seht, gibt es noch gar nicht als kaufbares Spiel. Ihr könnt aber noch bis Mitte Januar auf Steam die PC-Version von diesem Spiel als Demo runterladen und spielen. Das Game heißt Japanese Drift Master. Und hier sehen wir schon mal das Hauptmenü, ist auch schon auf Deutsch lokalisiert. Und das Ganze erinnert mich sehr, sehr stark an eins meiner Lieblingsspiele vor Äonen, nämlich Need for Speed Underground 2. Da ging es auch sehr viel um Driftrennen und um das ganze Rumgebastle und Tuning von den verschiedenen Autos. Und hier bei Japanese Drift Master kommt natürlich dazu, dass das Ganze ein bisschen moderner ist, auch von der Grafik her. Es spielt in einer japanischen Provinz am Haikame-See. Ihr seht hier die in der Demo zwei verfügbaren Autos. Die Autos sind leider nicht lizenziert, aber dafür machen sie einen sehr, sehr guten Eindruck, sind sehr, sehr gut fahrbar und machen vor allem richtig Krach. Und die Map selber ist sehr, sehr schön gestaltet. Also es spielt sich wirklich, es ist sehr, sehr schön anzusehen auch. Ne? Man sieht hier typisch japanisch. Nicht vergessen, wir fahren hier natürlich auf der anderen Seite in Japan. Und ihr könnt momentan schon einen kleinen Teil der Map spielen. Es gibt verschiedene Sachen, die ihr dort machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel in eine Driftschule gehen. Das kann man alles auf der Map sehen. Ihr seht hier links auch die Beschreibung. Es gibt eure eigene Garage, dann eine Lackiererei, einen Teileshop, Autohändler, die Driftschule. Und dann gibt es zwei verschiedene Arten von Events. Einmal die Drift-Events und einmal die Grip-Events. Die Grip-Events sind nichts anderes als Rennen. Sushi-Lieferung habe ich noch nicht rausgefunden, was das ist. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist auch sehr abwechslungsreich. Also die Map ist gar nicht so klein, wie man es jetzt auf den ersten Blick denken könnte. Hier wechseln sich so serpentinenartige Bergstraßen mit langen, geraden Rennstrecken ab. Das hier ist zum Beispiel einer der Grip-Events. Nichts anderes als ein Zeitrennen eigentlich. Und man muss sich aber schon ein bisschen... man muss schon ein bisschen aufpassen. Also es hat schon ein paar Versuche gedauert, bis ich hier zumindest mal auf den zweiten Platz gekommen bin. Das Ausrollen jetzt im Ziel ist nicht ganz so perfekt. Aber immerhin, ich habe da den zweiten Platz belegt. Dann gibt es noch ein anderes Grip-Rennen, ein bisschen anspruchsvoller Bergstrecke bei Nacht. Und da erspare ich euch dann lieber auch den Ausgang. Momentan gibt es nur den Singleplayer zu spielen. Multiplayer kommt aber, wenn das Spiel dann letztendlich released wird. Wie gesagt, ihr könnt noch bis Mitte Januar die Demo spielen. Also ihr macht kein Geld kaputt und ich glaube, dem einen oder anderen könnte es tatsächlich gefallen. Hier sehen wir jetzt dann die Tuning-Werkstatt, wenn ihr also an eurem Auto äußerlich oder auch innerlich an der Technik was verändern wollt, dann könnt ihr jederzeit in die Tuning-Werkstatt fahren. Und dort zum Beispiel an den Punkten Leistung rumschrauben. Ihr könnt breitere Reifen aufziehen, Abstandshalter, Chip-Tuning, was auch immer. Das Ganze ist noch nicht ganz so aufwendig, wie es wahrscheinlich dann bei dem Spiel sein wird. Und natürlich ist es so, wie bei den meisten Spielen dieser Art, ihr fangt mit nichts an und arbeitet euch dann durch eine Art Drift-Rennkarriere nach oben, verdient mehr Geld, könnt euch bessere Autos leisten. Ich finde, die Autos sehen, obwohl sie nicht lizenziert aus, richtig gut aus. Das hier könnte schon fast irgend so ein Nissan Skyline sein oder so. Ich kenne mich da nicht so aus, aber ihr werdet es mir sicher in die Kommentare unten reinschreiben. So, wenn ihr das Technische und das Äußerliche, quasi Karosserie-Technische, beendet habt, könnt ihr natürlich auch hier noch in der Lackiererei euch austoben und das Auto so lackieren, wie ihr es haben wollt. Das hätten sie jetzt vielleicht ein bisschen besser machen können, da ist die Benutzeroberfläche nicht ganz so benutzerfreundlich, sage ich jetzt mal. Aber man kommt dahin, wo man hin will. Und ja, so sieht mein Wagen dann am Ende aus, in einem knalligen Gelb. Es gibt noch ein paar kleine Gimmicks wie Lichter und Blinker und sogar
Na? Also das sind die Blinker. Scheibenwischer, jetzt hat. Ich glaub dir, dass mir das Wort Scheibenwischer gerade nicht eingefallen ist. Da sieht man mal, dass ich kein Autofahrer bin. Zumindest nicht im Real Life. Ja. Und das Spiel wollte ich euch einfach mal kurz vorstellen, beziehungsweise die Demo, wie gesagt, bis Mitte Januar bei Steam runterladen, spielen, kostet keinen Cent, macht aber Spaß. Wenn ihr auf solche Sachen wie Need for Speed Underground damals gestanden habt, dann könnte das was für euch sein. Gute Grafik, guter Sound und ja. Wie ihr seht, habe ich es mit dem Driften noch nicht so drauf, deswegen begeben wir uns jetzt auch mal in die Driftschule. Dort werde ich ein bisschen an meinem Können noch feilen. Und mit diesen Worten lasse ich euch dann auch ins Wochenende bzw. in den Sonntag starten. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Viel Spaß beim Zocken. Bleibt gesund, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen, falls ihr neu seid bei mir auf Ü40. Und ansonsten sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos oder einem meiner nächsten Livestreams. Und bis dahin sagt Tschüss, euer Ü40. Darf mich natürlich nicht ohne Crash verabschieden, war ja klar. Egal, schneide ich nicht raus. Tschüss.